Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, die Magic the Gathering Pioneer Decks 2021 sind da. Wir stellen sie euch vor mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja. Da liegen sie schon, 4 Ready-to-Play-Decks, um im Pioneer-Turnier-Format, also das Format zwischen dem Modern- und Standard-Turnier-Format, so in der Mitte, ne? Ja. Entsprechend mithalten zu können. Das weiß-schwarze Deck, Orts of Auron, haben wir schon durchgesprochen. Jetzt sprechen wir Azorius Geister durch, das weiß-blaue Deck. Dann gibt es noch das rote Mono-Burn-Deck und das schwarz-grün-blaue Lotusfeld-Combo-Deck. Die kommen dann nächstes Mal. So, aber ehe es ins Deck geht, ne, freue mich schon, aber ja. Kommt erstmal die Verlosung von Dragon Shield. Ist nämlich bei jedem Unboxing mal Verlosung dabei und die haben jetzt Game of Thrones Hüllen. Ne? Cool. Da entsprechend jetzt ein bisschen auf Blau hier. So. House of Greyjoy. Guck, 100 Art Sleeves. So sieht's aus. Ne, entsprechend. Also generell, Dragon Shield ist ja ein sehr renommierter Hüllenhersteller. Ich habe mal mitgebracht und Zubehörhersteller das Schwert aus Feuer und Eis. Sehr gutes, sehr gute Ausrüstung. Aus unserem Video die besten Ausrüstungen in Magic the Gathering. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Entsprechend bei uns im Kanal einfach mal nach die besten suchen, dann findet das. Und ihr seht, die Karte passt gut rein. Ne? Und insofern können wir es also absolut empfehlen. Ja. Und es gibt natürlich auch noch Hüllen in den Farben der anderen Häuser. Da könnt ihr also auch nochmal nachgucken zu Game of Thrones. Und sie haben auch Harry Potter Hüllen. Aber die könnt ihr hier entsprechend gewinnen. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Dann wünschen wir euch viel Glück. So, genau. Und jetzt aber ins Produkt. Wo ist es? Da ist es. So. Wir merken schon, Wizards, also der Hersteller von Magic, benutzt jetzt weniger Plastik. Ne? Das finde ich Finden wir schon mal sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben eine Blink-Blink-Verpackung. Das Deck werde ich ja spielen. Du spielst ja das erste, hast du gesagt, ne? Genau. Okay, so, Azorius Geister. Diese Geister hier sind freundlich zu dir. Erhebe dich mit einem Geschwader von Geistern und anderen fliegenden Kreaturen in die Lüfte und bereite dem Höhenflug deines Gegners ein jähes Ende. Inhalt, kampfbereites Deck mit 60 Karten, Sideboard mit 15 Karten und eine Deckbox. So. Ja, mal gucken, ob es das nette oder das böse Blau ist. Das ist das nette Blau. Das wird also nicht das Counterblau sein. Und hier steht, glaubst du an Geister. So, fein, fein. So, dann haben wir also entsprechend hier direkt dann auch cool aufgemacht, die Deckbox. Sieht auch alles sehr cool aus, weil es so ein bisschen einen Volltouch hat. Ja, ja. Sehr nice, ja. Gefällt mir auch gut. Platzhalter, sodass das Deck nachher mit Hüllen auch reinpasst. Und dann haben wir entsprechend hier noch eine Trennerkarte, Hauptdeck und Sideboard. Und auch wie im anderen Deck entsprechend auch noch kurze Informationen zu den Decks. Und auch nochmal zum Pioneer-Format hier entsprechend, wo sie sagen, irgendwie Pioneer ist ein Constructed-Format, Standardkarten ab Rückkehr nach Ravnica 2012 veröffentlicht, ne? Und so weiter und so weiter. Jo. Also sprich, aber ihr habt einfach, wenn ihr, also Magic macht ja Produkte für unterschiedliche Spieler und das ist halt, wenn ihr in einem Turnier, zum Beispiel im Store oder im Freundeskreis, wenn ihr einfach mal ein bisschen Attacke gehen wollt und die Karten vielleicht noch nicht selber habt, dann habt ihr einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, im Store einfach mal mitzuhalten oder auf einem Pioneer-Turnier mitzuhalten. Ihr lebt auch einfach mal den Power-Level. Alle 4 Decks könnt ihr natürlich bei Trader auch im Set bestellen. Ihr könnt es aber auch natürlich auch einzeln gucken, was für euch da passt. Und das Coole ist, wie bei den regulären Challenger-Decks auch, sind die einfach geladen mit starken Rares und Commons-Uncomes. Das ist halt wirklich einfach jetzt auch Pioneer-Format nochmal ein stärkeres Format als Standard-Format. Die Decks müssen auch wirklich abliefern, ne, weil der Kartenpool größer ist in diesem Turnierformat. Und das werden sie wohl auch können. Ja, das tut so. Ihr auch schon, die erste Karte. Ja, das, ja, das tut schon die erste Karte. 30 Langflieger sind schon die erste Mythic Rare aus Throne of Eldraine. Für 2 blaue und 1 ein Feenwesen-Räuber, den wir erstmal für gemeiner Diebstahl für ein blaues und 1 auf Abenteuer schicken können als Spontanzauber. Das heißt, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die einen Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das ist schon mal ärgerlich genug. Ja. Ne? Und ansonsten hat er aufblitzend als Kreatur und ist dann fliegend und der 30 Langfinger kann nur fliegende Kreaturen blocken. Ne? Können wir entsprechend dann vom Abenteuer wieder zurück ins Spiel blitzen lassen. Ja, ist aber nur einmal drin, weil ich es auch sagen darf, selten. Man muss ja auch immer alles ein bisschen bezahlbar halten, auch wenn es loaded ist, aber es sind auch richtig gute und auch im Sekundärmarkt teure Karten dann immer mal wieder drin. Ja. Mausoleum-Wanderer für ein blaues Mana. Ein Geist für 1/1, fliegend. Immer wenn ein anderer Geist unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der Mausoleum-Wanderer +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Opfere den Mausoleum-Wanderer, neutralisiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl, es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt X, wobei X gleich der Stärke des Mausoleum-Wanderers ist. Ja.
Ich bin schon sehr gespannt, wie haben wir gerade dein Deck vorgestellt, das Schwarz-Weiße, wie sich das Deck jetzt hier schon im Hauptdeck dagegen schlagen wird. Weil wir haben ja nachher noch ein Sideboard. Der Mausoleumwunder ist zweimal drin. Mhm. Räumütiger Kleriker. Ein Weißes und Eins. Ein Geistkleriker, Stärke 2, Widerstandskraft 1, fliegend. Opfere den räumütigen Kleriker, schicke alle Kreaturen aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Karten, ja. Karten. Einmal drin, zweimal drin. Selbstloser Geist, finde ich super Karte. Ist auch, ja. Für ein Weißes und Eins, ein 2-1er Geistkleriker, fliegend, opfere den selbstlosen Geist, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Einmal drin. Kettenrassler. Ein Blaues und Eins. Geist 2-1, aufblitzen, fliegend, wenn der Kettenrassler ins Spiel kommt, erhält ein Geist deiner Wahl Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Du kannst Geistzaubersprüche wirken, als ob die aufblitzen hätten. Mhm. Ich kenne die Karten hier auch alle noch. Ja, ja, das cool, ist ja praktisch jetzt, der ist einmal drin, zweimal. Da habe ich gerade so angefangen zu spielen. Dreimal, viermal. Fesselgeist, ein Blaues und Eins. 2-2er Geist, fliegend. Der Fesselgeist kann nur fliegende Kreaturen blocken. Tappe 2 ungetappte Geister, die du kontrollierst. Tappe eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Oh, der könnte gegen dein Deck auch sehr effektiv sein. Ja, ne? Es stimmt. Eins, zwei, dreimal drin. Muss wohl Sideboarden. Ja. Ja. Phantomherrscher. Ein Blaues und Eins, fliegend. 1-3. Andere Geister, die du kontrollierst, halten +1/+1. Ja, die wollen ja auch auf Attacke gehen, ne? Ja, fliegt doch alles bei dir, ne? Ja, das also, cool. Mein Orsoff-Deck, ne, das geht ja auf Kreaturen hochpumpen und dann auch fliegen machen und dann rüberkommen, aber eins, wenn du da die ganze Zeit in der Luft blocken kannst, das ist zwei, auch ein bisschen doof. Ja. Drei, viermal drin. Ja, muss ja viermal auch drin. Sein. Also auch einfach generell, wenn ihr halt euch sowieso ein Geisterdeck bauen wollt oder so, dann ist das auch eine super Basis, ne, mit der man auch weiterbauen kann natürlich. Ihr habt einfach diese Karten ja dann als Basis und wir sehen, die Reds gehen jetzt zack, ne? Zauberhämmer, auch eine richtig super Geistkarte. Ein Blaues, ein Weißes und Eins. Ein 2-3er Geist mit Aufblitzen, also können wir entsprechend mit Spontanzaubergeschwindigkeit spielen. Wenn der Zauberhämmer ins Spiel kommt, schicke einen Zauberspruch deiner Wahl mit Mana-Betrag 4 oder weniger ins Exil. Deswegen heißt der Zauberhämmer. Wow. Er ist doch das böse Lore, kann er, ne? So. Ja. Wenn der Zauberhämmer das Spiel verlässt, kann der Besitzer der ins Exil geschickten Karte jene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Dann wird er halt entsprechend dann doch wiederkommen. Ne? Er wird halt praktisch nicht ganz gecountet, er wird halt geexiled und kommt dann nachher dann wieder. So, eventuell. Mal gucken. Einmal. Wird eingesperrt. Zweimal drin. Ja. So, dann für die Mana-Basis Gletscherfestung. Auch richtig coole Reprints entsprechend, dass die in diesem Deck drin sind. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst eine Ebene oder eine Insel. Und für Tappen dann erhöht der Mana-Vorrat um Weiß oder Blau. Und die Gletscherfestung ist einmal drin, zweimal drin, zweimal drin. Okay. Oh. Tempel der Erleuchtung. Kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, wendet Hellsicht 1 an. Das heißt, wir dürfen uns die oberste Karte in der Bibliothek anschauen und dann entscheiden, ob die wieder oben drauf kommt oder unten drunter. Und für Tappen erzeuge Weiß oder Blau. 1, 2, 3, 4 mal drin, habe ich mir auch gedacht, dass so viel drin sein wird. Sehr cool. So, Spektraler Seemann ist eine ungewöhnliche Karte, aber die ist auch richtig super. Ein Geisterpirat für ein blaues Mana 1-1 aufblitzen und fliegend natürlich, aber später für 4 Mana ziehe eine Karte. Und das darf man nicht unterschätzen, ne? Weil einfach der ist nachher mega böse, wenn wir entsprechend einfach gut, nachher, wenn wir so ein günstiges Deck haben, können wir uns nachher einfach über diese Karte dann wieder Karten nachziehen. Das ist wirklich sehr gut. Mhm. Deswegen ist er auch dreimal drin, deswegen ist er auch viermal drin. Der wird nerven. Ja. So, Hüter der Sphären. Ein blaues, ein weißes Mana, ein Vogelzauberer, kein Geist. 2-2 fliegend. Kreaturenzauber mit Flugfähigkeit, die du wirkst, kostet beim Wirken 1 weniger. Immer wenn eine andere fliegende Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der Behüter der Sphären +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Eins, auch gut. Zwei, drei, viermal drin. Oh, auch richtig gut. Also auch wenn ihr euch mal ein Vogeldeck bauen wollt. Also Lichtstrahlenart ist eine super Karte. Blau, weiß, ein beliebiges Vogelgeist, Stärke 2, Widerstandskraft 3, fliegend. Andere fliegende Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Finde ich eine richtig tolle Karte. Also ihr seht ja, es kommt aus verschiedenen Sets. Also wenn ihr die Karten noch nicht habt, ist das einfach ein sicherer Kauf, weil auch der Lichtstrahlenart ist hier zweimal drin, dreimal drin. Viermal drin, super. Ne? Und ich kann es nur wiederholen, man kann damit ja aussprechen, auch weiterbauen. Ihr habt dann die Karten einfach. Das ist schon mal richtig, richtig cool. So, Länder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Inseln. Und jetzt haben wir noch nicht Kreaturenspiel, also sehr kreaturenlastiges Deck, wie wir sehen. Ne?
luftige Verweigerung. Ein blaues Eins, spontan zu neutralisieren, zum Beispiel auf deiner Wale, sei denn sein Wertstoff bezahlt 1. Falls du eine fliegende Kreatur kontrollierst, was eigentlich bei uns immer der Fall sein wird, neutralisiere stattdessen Zauberspruch, sei denn der Wertstoff bezahlt 4. Das ist das böse Blau. Also am Anfang war es gutes Blau, aber jetzt können, kommt das Böse. Wir können ein bisschen hemmen und wir können ein bisschen böses Blau benutzen. Ja? Ja. Luftige Verweigerung entsprechend dann auch 4 mal drin. Passt natürlich auch super ins Deck. Und dann hat der Gegner immer Angst. Ja. Ne? Und noch mehr böses Blau. Neutralisiere einen Zauberdurchbohrung für einen Blausmann, übrigens auch ein richtig cooler Counter-Spell. Neutralisiere einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2. Dann kriegt er nämlich immer richtig Angst, wenn er weiß, dass er das Deck mit Counter-Spell spielt. Ja, wenn der Blauspieler sich einen Blausmann offen hält, ja, dann geht immer so groß ins Zittern, ne? Kann er nicht und so. Ja. Sehr, sehr gemein. So, so dann zählen wir hier nochmal die Rares durch. Das ist die mentale Macht von Blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 Rares bzw. Mythics im 60-Karten-Deck. Das ist schon mal mächtig, ne? Ja. Und wir haben noch ein Sideboard. Da geht es direkt nochmal wieder weiter. 15-Karten-Sideboard ist ja, weil es ja ein Turnierdeck ist, mit dem man auch Turniere immer mitspielen kann, habt ihr immer noch mal 15 Sideboard-Karten. Das heißt, im Turnier nach dem ersten Matchup könnt ihr entsprechend Karten 1-1 boarden. Dass ihr also sagt, ich kann mich auf das gegnerische Deck besser einstellen, indem ich irgendwas rausnehme, was nicht so passt und nehme eine Karte aus dem Sideboard dafür rein. Isolieren für ein weißes Mana, Spontanzauber. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag 1 ins Exil. Ha, das ist eine super Sideboard-Karte gegen dein Deck, weil das nur ein Mana-Sache spielt. Und deswegen ist sie auch 2-mal drin. Juhu! Und sie ist 3-mal drin. Ich habe schon gar keine Lust mehr, gegen dieses Deck zu spielen. Ja, du hast ja auch ein Sideboard. Ja. Ätherbö. Ein blaues und eins. Spontanzauber. Bestimme einen Zauberspruch oder eine bleibende Karte in deiner Wahl, der bzw. die rot oder grün ist. Also, das ist schon mal fein raus, weil das wird ja in dem weißen, schwarzen Deck, was wir zuerst gehandelt haben, nicht der Fall sein. Sein bzw. ihr Beherrscher legt ihn bzw. sie oben auf oder unter seine Bibliothek. Ne? Ja. Aber du musst ja gucken, du willst ja das rein rote Deck spielen. Dann ist das schon mal eine schöne Ante-Karte gegen das rein rote Deck. Ja, super. Ne? Und die ist entsprechend auch 3-mal drin. Versiegelung ist ein richtig guter Klassiker. Ein weißes und eins, Verzauberung, aufblitzen. Wenn die Versiegelung ins Spiel kommt, schicke eine getappte Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die Versiegelung das Spiel verlässt. Super. Ja. Ne, also nimmt einfach die stärkste Bedrohung einfach raus. Und so viel hat der Gegner meistens auch nicht. Ne? So, um die Versiegelung wieder loszuwerden. So, Zauberdurchbohrung, das böse Blau, können wir noch ein bisschen verstärken. Ja. Perfekt, noch ein Dass wir die Support. Entsprechend auch 4-mal spielen dürfen insgesamt. Und dann haben wir noch Sakrales Dekret für ein weißes und eins, Hexerei. Schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. der schwarz oder rot ist ins Exil. Und dann hast du noch Hellsicht 1. Also schwarze oder Kreatur oder Planeswalker weg. Ja, das ist auch schon mal gut. Schwarz oder rot. Hm? Ja, finde ich auch gut. Nur einmal drin. Seidenfessel. Ein weißes und eins Verzauberung. Wenn die Seidenfessel ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur, dann war mit Bannerbetrag 3 oder weniger, die an jedem Motor ins Exil, bis die Seidenfessel das Spiel verlässt. Einfach mehr gegen die gegnerischen Kreaturen vorgehen. Seidenfessel ist hier 2-mal dabei, 2-mal drin. Jo. Licht der Hoffnung. Ein weißes Mana, Spontanzauber, bestimme eines, du hältst 4 Lebenspunkte dazu, zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl oder lege einen +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Ich denke, das wird immer, wenn du Live-Gain hast oder Verzauberung, also die ersten beiden werden sehr wahrscheinlich relevant sein. Und wenn du die nicht, nicht brauchst, dann kannst du immer noch eine +1/+1 Mark legen, ja. Also insofern hast du keine tote Karte auf jeden Fall. Ja, cool. Also finde ich richtig gut. Das weiß-blaue Deck Azorius Geister hat mich abgeholt. Ich werde es ja auch spielen im Twitch-Stream. Wir streamen ja immer sonntags ab 14 Uhr auf Trader Online Video auf Twitch. Entsprechend könnt ihr live mit dabei sein. Später gehen die Duelle natürlich auch im Upload hoch. Aber erstmal unboxen wir noch die weiteren Decks. Ich finde es richtig cool. Ich auch. Ja, also einfach nice. Challenger-Decks sind sowieso immer eine gute Wahl. Und gerade an die neueren Spieler von euch im Endeffekt, wenn ihr einfach die Karten noch nicht habt, wie gesagt, ist es da vom Passierungsfeld ist immer super. Muss immer gucken, ob das Produkt halt was Passendes für euch ist. Ne? Also sprich, irgendwie, ob ihr jetzt zu Hause, kann man ja auch einfach die Challenger-Decks gegeneinander spielen, so wie wir das dann ja machen werden. Oder ob es dann doch besser die Commander-Decks sind, weil ihr eigentlich mehr auch Multiplayer seid oder so. Das sind jetzt halt wirklich krasse Duell-Decks. Richtig Attacke, ne? Alles strong entsprechend. Und ja, das ist ein Deck, das will gewinnen.
Und das wird es auch. Weil es einfach fies über die Luft kommt. Ja, wir müssen einfach mal gucken, wie die sich gegeneinander spielen. Aber das werden wir ja sehen. Ne? Ja, also von uns, also für mich kriegst du ein Like. Auf jeden Fall. Finde es richtig gut. Ja, gebt gerne auch ein Like, wenn es euch gefällt, euch das Video gefällt. Entsprechend schreibt mal eure Feelings als Kommentare unten drunter. Abonniert den Kanal und unterstützt uns. Ja, und schaut gerne nochmal in die anderen Videos rein, was wir da ja noch weiter unboxen, ne, beziehungsweise noch angeboxt haben. Und es geht ja noch weiter mit den Challenger Decks. Und wir haben natürlich noch viele weitere Videos auf dem Kanal, wie die Magic News und. Genau. Ne? Gut. Dann sind wir raus, wünschen euch schon mal viel Freude mit den Pioneer Challenger Decks, Magic the Gathering im Allgemeinen und sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.